Hallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play hier auf diesem Kanal von Riverwood Gaming. Wir spielen das Spiel Outlast 2, erschienen im Jahre 2017. Das ist ein Horror-Survival-Game. Und wir beginnen einfach direkt mit einem neuen Spiel und schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich will nur spielen, kein Spaziergang, ich sterbe gerne. Ich verdiene eine Strafe, oder? Das ist ein Lebenssimulator. Aber wie in jedem Spiel werden wir normal spielen. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Lynn Langermann ist ein Enthüllungsjournalist, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Bill Lake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid Killenkämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, ihr rennt weg, versteckt euch oder sterbt. In central Arizona, in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Outlast 2. Ja. Wo ist der Hubschrauber hin? Okay. Hallo? Ah, schon wieder kurz nach 6. Ja, die Tür scheint nicht mehr ganz fest zu sein. Die
in the first place to Jessica. Jessica, die gerade erwähnt wurde. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in einer Erinnerung. Kann man hier irgendwie crouchen? Nö. Ein paar Bücher. Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz was an der Maussensitivität einstellen. Das ist die Blickempfindlichkeit. Hier nochmal kurz. Immer noch relativ schnell. Jetzt noch mal ganz kurz ein Stück zurück. So. Besser. Jesus, warst du das? Oh, entschuldigen Sie. Hallo? Entschuldigung. Können Sie bitte mal stehen bleiben? Oh. Ein Overhead-Projektor. Wir sind ungefähr da. Keine Ahnung. Jetzt ist der Mann weg. Hallo? Fällt heute was aus? Gibt's da noch was zum Essen? Lecker, leckeres Würstchen. Sieht ja ganz oft der Speiseplan irgendwie. Okay, hier geht's raus, dann gehen wir. Wieso ist hier das Licht? Aus. Hallo? Wow! Gott, dieser Flugzeug-Hubschrauber-Absturz. Oh, mein Kopf. Mach das Ding hier weg. Oh, die Kamera, die ist wichtig. Hey, ist die noch heil? Wo ist meine Frau? Freundin? Was auch immer? Reporterin? Ne, meine Frau ist das ja, stimmt. Tab, um meine Ziele zu sehen. Aber erstmal gucken wir uns irgendein Video an. Jane Doe. Ich glaube, in Amerika werden die Leute so genannt, wo sie nicht wissen, wie die Person wirklich heißt. Okay, wie kann man das auch gucken? So. Huch, das war ich nicht. Ach krass, das ist das, was wir eben gerade aufgenommen haben. Cool. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas, was wir aufgenommen haben, aber nicht mehr wissen. So, was haben wir schon gesehen, ne? Ja. Wir haben nur diese beiden Aufnahmen. Findelin. Oh. Ja, Kamera funktioniert noch. Batterie ist ein bisschen unter der Hälfte. Oh, unser Schatten. Man sieht auch, dass man die Kamera hat. Ist dann nice gemacht. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ich gehe einfach nochmal diesen Weg, weil es gerade geht. Übergrund springen. So. Ich will hier nicht runterfallen. Das wäre auch ungünstig, glaube ich. Lynn! Bist du hier?
Okay, wir können scheinbar hier Sachen aufnehmen. Dann schauen wir mal. Der Hubschrauberabsturz, den wir überlebt haben. Das können wir uns jetzt angucken. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Ja, das haben wir natürlich nur in dem Video gesehen. Oh shit. Ist eigentlich heiß? Au! Jesus! Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Oh, das scheint doch sehr Lynn! Heiß zu sein. Lynn! Doch sehr dunkel. Kamera, Nachtsichtbonus. Oh, fuck me. Was ist das? Wieso hängt hier jemand? Das ist, glaube ich, nicht Lynn. Gucken wir uns das mal an. Name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Das Geräusch ist. Ups, das habe ich nicht gesehen. Oh ja, das sieht. Ohne Nachtsicht sieht das so etwas anders aus. Das ist. Wieso ist das eine Hose runtergerollt? Okay. Gehen wir mal hier weiter. Das hat uns nicht zu kümmern, das ist bestimmt beim Abschluss passiert. Der ist ganz doof aufgekommen. Nach hinten zu gucken, okay. Na, mal gucken, ob wir das noch brauchen. Meine Kamera geht langsam der Saft aus. Nachladen. Ah, wir können hier. Wir haben zum Glück noch ein paar Batterien dabei, scheinbar. Sieh noch gar nichts. Weil nimmt schon irgendwas auf. Sehen wir wieder was? Wir sehen wieder was. Zack. Mal kurz diese Schaufel, man weiß ja nie, was hier passiert. Hallo? War gerade sehr windig hier. Hallo, ist da jemand? Hallo? I'm lost. And hurt. Ich bin verwirrt und ich habe mich verletzt. Ich hab mich verirrt. Hallo? Irgendwie rein, hallo? Das geht doch. So, wir haben die ganze Zeit die Kamera an. Au! Ist hier jemand? Aua! Ich bin verwirrt! Aua! Ich sollte es langsam mal leer. Hallo? So richtig viel sehe ich hier nicht. Schlimmer wie eine Waschküche hier. Hier jemand? Hallo? Is anybody there? Nein, hier ist niemand. Please. Ist doch so dunkel. Lass mal das Licht hier an. Hey. Hey, man. Oh shit. Oh shit, you're. Hier ist nichts passiert. Foto wurde gemacht. Kann man es jetzt besser angucken hier? Oh, irgendwie ist ein bisschen schwer zu lesen. Ah, hier.
Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat. Noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden musste, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den armen Papa Knurz findest. Für immer, dein Tom. Ein kleiner Abschiedsbrief. Das ist, glaube ich, der Typ, der hier abhauen wollte, oder? Ich habe es der Frau nicht so gut gefallen. Eine Batterie. Mit Tabs sehen wir, wie viele wir haben. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Linke Tasche. Ah. Hier sind Verbände. Sehr schön. Okay. Okay, wir haben es 3/10. Ich würde sagen, Zeit, hier die Tür aufzumachen. Das scheint keiner zu sein. Hallo? Hallo? Was machen Sie mal die Tür auf? Der Eimer. Wieso hängt hier überhaupt ein Eimer dran, ey? Wieso hängen hier so komische Sachen überall? Hallo? Keiner hier? Da scheint keiner zu sein. Hallo? Oh, Alter. Holy. Hallo. Ich bin verwirrt und verletzt. Können Sie mir helfen? Ah. Komm ich auch nicht rein? Hallo? Genau, gehen Sie weg. Sie sehen komisch aus. Mal ein Stückchen nehmen. Ich versuche hier reinzukommen. Stecken. Hey. Hallo? Keiner da. Viel mit Verstecken. Viel mit Verstecken zu tun, scheinbar. Oh, man kann doch crouchen. Guck dir diese kleine süße Familie an. Ich glaube, davon muss ich mal ein Video machen. Hallo? Ich komme rein. Ja, man kann auch hier zumachen. Das gefällt mir gut. Da ist sogar Licht drinne. Brauche ich die Kamera hier nicht zu überstrapazieren. Hallo? Okay. Und das Bett kriechen. Ah. Sehr viel Verstecken hier. Huch. Noch ein Briefchen. Konnte ich das nicht hier irgendwo? Ich will keine Aufnahmen. Mist, wo ist denn der Brief da? Auswählen, so war es, ne? Lieber Vater,
Der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sank, fickte es die Erde und im Feuer gebar eine großen buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß ich konnte, weder atmen noch mich bewegen. Und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehren zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohler fühlen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Genau, Lynn ist erstmal wichtig. Oh, noch einen schönen Verband. Zack. Ja, hast schon gesehen, hier rechts sind Verbände. Okay. Dann gucken wir mal wieder raus hier. Halt schon sehr dunkel hier. Oh, man kann Fenster öffnen. Oh, ey. Ja. Ich hab die Vögel gerettet. Ich war einfach nur voller Freude gerade. Einige Türen haben Türriegel mit denen Türen. Ah, hier oben. Mal kurz hier rüber gucken. Das ist ein Riegel, das ist von außen verriegelt. Komm ich hier raus. Und wir gehen in die Hocke. Okay. Bevor wir jetzt weitergehen, ich gehe lieber nochmal in Zelle zurück. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Lynn. Ob wir sie finden werden, was mit ihr passiert ist und in welchem Dorf oder was auch immer hier wir hier gelandet sind, erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und bis bald.